Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Andrea, und die Einladung über Literatur und Ökologie im Zusammenhang mit relevanter Literaturwissenschaft zu stellen. Ich habe dem Ganzen jetzt noch einen, wie das so üblich ist, Untertitel angefügt mit der Frage, wie relevant ist Literatur? Ist Literaturwissenschaft im Anthropozän, um ein bisschen mich selbst zu bremsen? Denn man kann in der Frage nach der Beziehung von Literatur und Ökologie tatsächlich bis an die Anfänge von allem und die Begriffsgründe von allem zurückgehen. Du sagtest es ja schon, ich habe ein ziemlich breites Forschungsfeld, Interesse, aber versuche jetzt mal einige Dinge zusammenzubringen und Stränge zu zeigen. Wenn wir fragen, wie relevant Literaturwissenschaft sein kann, lässt sich das zusammenfassen. Und ich habe das jetzt mal so zusammengebracht auf die Frage, why bother? Das Bild, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich das Ende jeder Diskussion. Denn brennende Wälder sind zur Ikone nicht erst seit den letzten Jahren, aber besonders einer sich zuspitzenden globalen Krise der Ökosysteme geworden. Und diese globale Krise ist eine, in der Menschen ganz massiv ihre Finger mit drin haben. Warum also jetzt über Literatur reden? Denn wir haben ja nun wirklich Besseres zu tun. Das ist keine Frage, die ich nur rhetorisch stelle. Das ist eine, die stelle ich mir in meiner Arbeit immer wieder. Und ich finde es auch völlig berechtigt, sie zu stellen. Denn ich verweise nur kurz auf Brecht und seine Frage mit den Gesprächen nach Bäumen. Aber es stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, was eigentlich Literatur und vor allem auch Literaturwissenschaft dann sozusagen das Reden über Literatur überhaupt zu suchen hat in einer Welt, in der Wälder brennen. Die Liste, die ich hier gemacht habe mit der Umweltpolitik, dem Linguistic-Turn und anderen Ökokrisen, wird sich im Laufe meines Vortrags noch weiter auflösen und aufdröseln, denn sie verweist auf einige Probleme, die Literaturwissenschaft, die sich mit Ökologie beschäftigt. Dazu komme ich gleich nochmal, warum ich das so kompliziert ausdrücke. In besonderer Weise hat die aber auf das ganze Feld der Literaturwissenschaft abstrahlen. Also viele Fragen, die ich mir als Literaturwissenschaftlerin, die sich mit Ökologie beschäftigt, die vielleicht auch sogar ökologisch arbeitet, gefallen lassen muss, sind Fragen, die sehr berechtigt an uns andere, alle gestellt werden können. Why bother? Welche Rolle spielt Literatur eben in diesem Feld des Anthropozäns? Der Begriff ist bestimmt bekannt. Er ist jetzt auf verschiedensten hier Buchcovern, aber eben auch auf Zeitschriften. Der berühmteste ist Welcome to the Anthropocene, das Cover des Economist vor ein paar Jahren. Es gibt tausende Ausstellungen, also tausende vielleicht nicht, aber es gibt wirklich viele Ausstellungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es werden Professuren mittlerweile eingerichtet und spätestens dann wissen wir ja, dass das Thema eigentlich schon fast wieder vorbei ist. Aber das Anthropozän, für alle, die nicht bis zum Hals in dem Thema stecken, ist der Name unserer geologischen Epoche. So, das Ganze begann 2000. Und begann heißt, 2000 haben auf der Konferenz der Weltversammlung der geologischen Gesellschaften Eugene Stürmer und Paul Crutzen, zwei Erdsystemwissenschaftler mit unterschiedlichen Schwerpunkten, das allein ist eine ganz interessante Geschichte, vorgeschlagen, die aktuelle geologische Epoche als Anthropozän, also als Zeit des Menschen zu beschreiben, um einen Namen dafür zu finden, dass die kollektive menschliche Kraft, ja, also Kraft in einem physikalischen Sinne, so groß ist, dass in einer imaginierten Zukunft diese Kraft sich in den Boden eingeschrieben haben wird. So, und an der Art und Weise, wie ich das jetzt sage, dass es nämlich schon nicht mehr sehr geologisch klingt, sieht man, dass das auch und vor allem eine Einladung war oder als Einladung verstanden wurde, sich aus allen möglichen anderen kulturellen Feldern und Wissenschaften einzumischen. Denn die Frage, ob das Ganze ein geologisches Zeitalter ist, ist nur eine Seite der Medaille. Vor 2 oder 3 Jahren hat die Anthropocene Working Group nun deutlich dafür gestimmt und gesagt, dass man eben nicht ab, das war der erste Vorschlag, nicht ab der Erfindung der Dampfmaschine von James Watt 1784, glaube ich, sondern mit der Great Acceleration, die nach dem Krieg 1945 begann und der großen, massiven, des großen Anstiegs von CO2 in der Atmosphäre, Plastikteilchen,
im Meer, Hühnerknochen im Boden, das sind alles diese Marker, die für Geologen wichtig sind. Denn das ist wirklich die Situation, die man sich vorstellen muss. Geologisch gesehen kann etwas eine Epoche sein, wenn man das in, weiß ich nicht, 80 Millionen Jahren immer noch finden kann. Ja, dementsprechend langsam sind eigentlich auch die geologischen Gemeinschaften darin, solche Epochen zu benennen. Und wir beobachten da gerade einen wissenschaftshistorisch wirklich bedeutsamen Moment, wenn es tatsächlich dazu kommen könnte, dass nicht nur eine geologische Epoche, die gerade mal 60 Jahre alt ist oder 70, so benannt werden könnte, sondern dass tatsächlich innerhalb von nicht mal 3 Jahrzehnten so eine Entscheidung getroffen werden könnte. Das ist wissenschaftshistorisch interessant. Was auch wissenschaftshistorisch, aber vor allem fachpolitisch im weitesten Sinne interessant ist, ist, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften im weitesten Sinne, die Humanities und Social Sciences, eine, vor allem die Humanities, eine große Bedeutung haben. Ich benutze hier den englischen Begriff, wie bei vielen Sachen, weil es doch nochmal eine spezielle Verschiebung ist, ob es nun Humanities sind oder Geisteswissenschaften, die sich damit beschäftigen. Und Humanities finde ich der etwas niederschwelligere Begriff ist, wenn es darum geht, dass es Wissenschaften sind, die sich mit Menschen beschäftigen. Aber mit Menschen nicht als Konglomerat von Zellen, sondern als, und da ist eben die Frage, was das denn eigentlich ist, nur so viel, dass es hier um sehr grundsätzliche Sachen geht, also als zum Beispiel Wesen, die Kultur besitzen. Ja? Die beiden Bände, die ich hier mitgebracht habe, das Anthropozän, ein Sammelband von Jürgen Renn und Bernd Scherer, der auf der Ausstellung im Haus der Kultur in der Welt in Berlin, ich glaube, das lief 2013/14, beruht, sind solche Zeugnisse dafür, dass das eben eine besondere Einladung an Leute ist, die sich damit beschäftigen, wie eigentlich Menschen sich zueinander und zu ihren Umwelten in Bezug setzen. Man könnte das Kultur nennen. Die Frage, was aber diese Kultur ist und was dieser Mensch ist, stellt sich eben nochmal neu. Und deswegen, nicht zuletzt, ist das auch eine Frage, die uns beschäftigen muss. Möglicherweise finden sich ja Antworten auf diese Fragen in der Literatur. Und Eva Horns Buch Zukunft als Katastrophe steht für mich jetzt pass pro toto für eine ganze Menge Studien, die versuchen, auch in einem komparatistischen, historischen Gang durch alle möglichen Medien zu schauen, wo denn diese Menschen, also die Frage zum Beispiel, wenn Sie bei dem Historiker Deepesh Chakrabarti nachgucken, ob es jetzt um den Anthropos oder um den Homo geht oder solche Sachen, sind eben Fragen, die sich im Zusammenspiel zwischen verschiedenen Literaturen, Philosophien, Geschichtsverständnissen und so weiter abspielen. Eva Horns These, der Zukunft als Katastrophe, ist die, dass, und da ist sie im ersten Schritt ziemlich typisch für das, was Geisteswissenschaftlerinnen so tun, ist, dass vieles davon, was wir jetzt gerade sehen, gar nicht so neu ist. Das ist ein manchmal etwas anstrengender Move in den Geisteswissenschaften, zu sagen, ja, also in Wirklichkeit gab es das bei Herder schon. Eva hat aber in dem Fall einen Punkt, denn sie zeigt in ihrem Buch, dass diese Vorstellung einer Zukunft als Katastrophe keine besondere Eigenschaft unserer Gegenwart ist, sondern konstitutiv für die Moderne und vielleicht sozusagen auch Teil des Problems. Ich gehe jetzt weiter, ohne über das Anthropozän einzugehen. Mir geht es in dem Vortrag eben auch darum, nochmal viele Anschlussstellen zu zeigen. Wenn also bestimmte Dinge offen bleiben, ist es Absicht und Sie dürfen mich gerne auf den verschiedenen Wegen, die Andrea Geier gerade genannt hat, ansprechen und auch natürlich gleich Diskussion. Why bother Teil 3? Also, die Wälder brennen. Das Anthropozän ist so gut wie beschlossene Sache. Irgendwie sind Menschen impliziert und dann schreiben Menschen auch noch Bücher. Und ich sage ganz bewusst erstmal Bücher, denn ich habe hier eine ganze Reihe sehr unterschiedliche Dinge mitgebracht. Einen Thriller von Michael Crichton, State of Fear, den sehr erfolgreichen Thriller Der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann und Peter Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume, alles drei Bestseller. Und das ist eine der Sachen, die mir wichtig ist, direkt von Anfang an zu sagen. Wenn man sich mit Literatur und Ökologie beschäftigt, und das markiere ich jetzt als meine These, nicht nur meine, aber eine, die mir in meiner Arbeit besonders wichtig ist, dann reicht es nicht, Goethe zu lesen, dann reicht es auch nicht, Thomas Mann und Stifter zu lesen. Dann muss im Grunde alles her, was die Buchhandlungen so zu bieten haben. Und damit meine ich nicht, dass diese Bücher nicht durchaus einiges Vergnügen beim Lesen erzeugen können. Sie sind aber üblicherweise nicht immer die komplexesten Geschichten zur Verfügung stellen. Umso einflussreicher können sie werden. Sie alle wissen, damit setze ich jetzt voraus,
dass sie sich im deutschsprachigen Raum bewegen, wobei das auch im englischsprachigen Raum mittlerweile der Fall sein könnte. Und ich habe jetzt neulich auch gehört, selbst in Schweden ist es ein Riesenerfolg, dass man im Grunde in keine Buchhandlung, schon gar nicht in Bahnhofsbuchhandlung gehen kann, um sich mitten im Peter-Wohlleben-Forst-Geschichten-Imperium zu befinden. Es gibt Magazine und alles Mögliche, die gerade massiv verändern, wie sich Leute in Beziehungen zu Bäumen setzen. Das ist ja mein derzeitiges Forschungsprojekt. Das ist aber nicht das erste Buch, was so etwas tut. Es tut es nur auf eine sehr beeindruckend durchschlagende Weise. Und die Frage, sich zu stellen, warum das auch so erfolgreich ist, ist eine, die wir hier haben können. Der 9. Arm des Octopus und Michael Crichtons State of Fear sind beides fiktionale Texte. Ich sagte ja schon Thriller, die aber ähnlich wie Peter Wohlleben das Erzählen auf eine Weise einsetzen, die versuchen, sowohl politische als auch gesellschaftlich strukturelle und wissenschaftliche Tatsachen zu vermitteln. Und hier kommt es auf die Tatsachen an. Denn es gibt im Grunde keine Art und Weise mehr, wie Literaturwissenschaft sich dabei daraus heraushalten kann, dass ihre Texte, wie sagt man so schön, welthaltig sind. Also, dass manche Dinge vorkommen, die es in echt auch gibt. Und auch hier möchte ich mich nicht lustig machen, sondern formuliere das bewusst einfach, denn das ist es ja erstmal. Und die davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie man und was man liest, Einfluss auf das nehmen kann, wie man hinterher handelt. Das ist bei Peter Wohlleben etwas, das Förster- und Forstökologen ziemlich ärgern kann. Denn er spricht mit großer Authentifizierungsgeste von seinem eigenen Försterleben, davon, wie man im Wald überhaupt darauf kommen kann, zu sehen, was die Bäume alles so fühlen, wie sie kommunizieren, wie man diese verborgenen Welten entdeckt. Allein über diesen Gestus der Enthüllung des Verborgenen könnte man ganze Bücher schreiben. Also mache ich ganze Bücher schreiben. Man kann, wie Dirk Rossmann, gar nicht so subtil nahelegen, wer eigentlich die Akteure sind, die unsere Zukunft sicherstellen können. Und zufälligerweise sind es sehr reiche Leute, die sehr große wirtschaftliche Interessen haben, die sich am Ende zusammenschließen. Entschuldigung, jetzt spoilere ich in den Roman, aber das passiert. Die jedenfalls sich, stellen sie sich Elon Musk und Mark Zuckerberg vor, wie sie sich mit Dirk Rossmann zusammentun, um eine Zukunft zu erzeugen, die jenseits von staatlichen Lösungen bestimmt, die Geschicke des Lebens und des Planetens bestimmen. Und Michael Crichton, das ist vielleicht der berüchtigste in der Reihe, die ich jetzt hier habe, bei der ich nochmal gerne sagen möchte, dass ich nicht sagen will, dass alle diese Texte das Gleiche tun. Sie stehen nur für sehr ähnliche Sachen. Michael Crichton's State of Fear, jedenfalls von 2004, ist einer der Hauptbezugstexte der Leute, die sich so Klimawandel, naja, die nennen sich nicht selbst Klimawandelleugner, aber die so genannt werden können, die nämlich zweifeln daran, ob es ein so groß angelegtes globales Phänomen überhaupt geben kann, welche Interessen damit bedient werden. Und das Interessante an all diesen drei Büchern ist, dass sie mit Wissenschaft und Faktenbildung auf eine Weise umgehen, die unbedingt als Textphänomen gelesen werden muss. Ja, und das sage ich so apodiktisch, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht reicht, hinterher einen Fact-Checker drüber zu schicken und zu sagen, okay, diese Dinge können wirklich so vorkommen, diese Dinge können nicht so vorkommen, sondern jemanden, der oder eben auch Gruppen von Leuten bitte, die sich anschauen, wie solche Texte sich selbst plausibel machen, wie Authentifizierungsstrategien gemacht werden und welche Fakten über die Natur im größten Sinne überhaupt vermittelbar sind und wie sie sich dann auch in bekannte Erzählungen, ich sagte es ja gerade bei Eva Horn schon auch, dass es oft darum geht, Narrative zu identifizieren, die schon längst bekannt sind, die uns sehr vertraut sind, wie diese Texte das eigentlich nutzbar machen, um bestimmte Dinge vorwärts zu bringen. Ich hätte jetzt hier auch sozusagen Positivbeispiele, also jetzt in dicken Anführungsstrichen verstanden, Positivbeispiele mitbringen können. Engagierte Literatur, die versucht, zum Beispiel in Jugendliteratur, in allen möglichen Texten, im Nature Writing, auch in der Naturlyrik passiert im Moment wieder ganz, ganz viel, zu versuchen, die Aufmerksamkeit zu schärfen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt, das ist eine persönliche und völlig arbiträre Unterscheidung. Ich habe eher so einen Hang zum Düsteren und
Empfehle aber auch, sich da nochmal in Richtung Nature Writing umzugucken und die Ansprüche anzuschauen, wie eben durch das Erzählen, durch die Literatur, auch da im weitesten Sinne, Verhalten geändert werden soll. Und das ist etwas, was das Ganze wirklich interessant macht, auch aus einer literaturwissenschaftlichen, wenn wir eben auch nach der Relevanz fragen. Nicht nur ist es sozusagen auch unser Job als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, sich diese Texte kritisch anzugucken, zu sagen, ja, okay, das ist alles schön, wenn die Bäume sich unterhalten, aber eine bestimmte Art von Anthropomorphisierung, das ist so eine übliche Kritik an Wohlleben, führt eben auch dazu, die Menschen weiterhin sozusagen ins Zentrum jeder Art von Bedeutungsgenerierung zu setzen. Ja, wir können uns hinstellen und sagen, Michael Crichton bedient Verschwörungstheorien, das lässt sich relativ leicht zeigen. Wir müssen aber sozusagen auch verfolgen, wie diese Dinge passieren und dass man, indem man das zeigt, sich nicht hinstellt, und da kommen wir wieder zur Kanon-Frage und sagt, naja, Leute, die diese Sachen lesen, die glauben das natürlich, aber, und das Interessante ist, dass wir hier tatsächlich eine Art von, ja, Unterschiedsnivellierung beobachten können, die eben gar nicht mehr so klar lässt, welche literarische Qualität, wenn sowas überhaupt noch Geltung haben kann, auch das Vertrauen der LeserInnen verdient, dass da Faktenwissen vermittelt wird. Vielmehr geht es dann auch darum, Faktenwissen nicht mehr für etwas Abgeschlossenes zu halten, sondern diese Prozesse zu beobachten. Damit bin ich bei den Problemen und Potenzialen, die eine Beziehung von Literatur, Wissenschaft, Literatur und Ökologie hat. Diese muss ich drei Fragen stellen, die ich hier jetzt wirklich verboten kurz nur anreißen werde. Eher als Aufforderung und Einladung an Sie, sich damit weiter zu beschäftigen. Die erste Frage ist, was ist eigentlich Ökologie? An dieser Stelle muss man vielleicht nicht, ist aber die häufigste Definition bzw. Benennung, die des Begriffsgründers sozusagen Ernst Haeckels von 1866 in seiner Morphologie schreibt er unter Ökologie, verstehen wir die gesamte Wissenschaft von den Beziehungen des Organismus zur umgebenden Außenwelt, wohin wir im weiteren Sinne alle Existenzbedingungen rechnen können und so weiter und so fort. Diese Benennung ist deswegen so interessant, weil sie irgendwie zwischen, in so einem Zwischenraum zwischen Darwin, Uexküll, das ist der sozusagen Erfinder des Umweltbegriffs, und aller möglicher sich gerade institutionalisierender Disziplinen der Biologie stehen, die unter dem Eindruck der Evolutionstheorie Darwins und aber auch mit Einflüssen zu Lamarck, mit einem sehr engen Verbund zu Kunst, vor allem bei Haeckel, versuchen sozusagen das Wissen über nicht nur Einzelwesen, Einzeldinge in der Welt zu organisieren, sondern die eben in einem Zusammenhang zu verstehen. Haeckel ist Problem und Potenzial zugleich. Erstens ist er bekannt für, das sagte ich ja schon, für seine Kunst, also für seine vor allem Darstellungen der Meerestiere. Sie werden, könnten das zum Beispiel im Museum Wiesbaden sehen. Da gibt es eine ganz tolle Ausstellung über Form und also die Ästhetik der Natur heißt die, die ich übrigens wirklich empfehlen kann. Und da gibt es, da werden Ausstellungsstücke aus dem Naturkundemuseum nach Farbe, Form, Zeit und Bewegung geordnet. Und das ist sicherlich nicht nur für Leute, die es so lieben, wenn Dinge farblich geordnet sind wie ich, eine schöne Ausstellung. Da jedenfalls ist ein Raum sozusagen als Vorbild mit Haeckels Zeichnungen. Sie werden die kennen, wenn Sie Haeckel und Mollusken googeln, erkennen Sie das sofort wieder. Das Problem dabei ist aber auch, dass Haeckel gerade in dieser Verbindung von Kunst, von Erzählung und Evolutionstheorie in den Begriff der Ökologie und dadurch, dass er ihn eben geprägt hat, erstens, und ich denke, das kann man mit einigem Fug und Recht sagen, zum sozusagen Vater des rassistischen Darwinismus in Deutschland wurde. Dafür ist dieser Baum sehr wichtig, dieser Stammbaum. Denn nicht nur schaut er sich die Beziehung des Organismus zur umgebenden Außenwelt an und die Existenzbedingungen, erordnet sie auch hierarchisch. Und diese Ordnung, diese hierarchische, ist tatsächlich auch eine, die er sofort in politische Systeme überträgt. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich bin davon überzeugt, dass es wenig Wege gibt, aus einer westlichen Perspektive, um diese Perspektiven drumherum zu kommen. Aber die ökologisch orientierte Literaturwissenschaft, und jetzt habe ich dieses Wortmonstrum schon einmal eingeführt, ist natürlich in ganz besonderer Weise damit betraut, Begriffe nicht nur in ihrem eigenen
Maßstab, sprich kulturell philologisch zu reflektieren, sondern eben auch die Faktenbildungsprozesse kritisch mit den Geschichts- und Narrativbildungen, mit den Mythen und den Rassismen, die dann eben damit einhergehen, kritisch zu beachten. Ja, das heißt, die Frage, die sich ergibt, ist nicht nur, was ist Ökologie, sondern wie können wir über Ökologie reden, ohne genau diese Geschichte einfach mitzutransportieren. Wessen Geschichten müssen noch erzählt werden? Und eigentlich hätte ich ihr noch eine Folie machen müssen, damit es gleich groß ist. Ich erwähne sie jetzt hier nur. Eine Antwort darauf ist zum Beispiel Robin Wall Kimmerer zu lesen. Robin Wall Kimmerer, eine Botanikerin und Mitglied der First Nations im Osten der USA, die ein fantastisches Buch Braiding Sweetgrass geschrieben hat, wo es eben genau um diese Fragen geht, wie kann man eigentlich an die Begriffe ran und wie kann man dabei eigentlich eigene Geschichten erzählen, ohne das eigene Fach zu verlassen. Die Frage, die wir selbstverständlich auch stellen müssen, die wir uns ja sowieso jeden Tag stellen in unserer Arbeit, ist, was ist Literatur? So, wenn ich Literatur höre mit Echo und Schall und Fanfaren, weiß ich nicht warum, kommt mir immer als erstes Thomas Manns Zauberberg in den Blick. Das ist dick, das ist kompliziert, das ist von Thomas Mann, der hat einen Nobelpreis, das ist also offensichtlich Literatur. Von da aus könnte man jetzt natürlich einige Merkmale ableiten, was Literatur alles so sein muss. Sie merken das jetzt schon, ich finde solche Diskussionen so halb fruchtbar und möchte also vorschlagen, für die Beschäftigung mit Ökologie aus den Literaturwissenschaften heraus ein deutliches Bewusstsein dieser Diskussion zu haben und auch durchaus zu unterscheiden. Also ich lese schon Gedichte von Marion Poschmann nochmal anders, als ich jetzt zum Beispiel hier die Beiträge auf dem Yale Climate Connections Forum lese. Das ist ein Wissenschaftskommunikationsforum, das zum Beispiel Klimawissenschaftlerinnen mit Regisseurinnen zusammenbringt, Journalistinnen vernetzt und so weiter und so fort. Ja, lese ich durchaus anders, aber ebenso wie es wichtig ist, sozusagen sich mit den verschiedenen Diskursen, aus denen Begriffe stammen, zu beschäftigen, ist es eben auch mit den verschiedenen Stilen, Genres und Modi. Nicht nur, weil die im Zweifelsfall in so einem Text wie dem von Michael Crichton oder wenn sie zum Beispiel auch an Der Schwarm, fällt mir der Autor noch ein, Frank Schätzing, genau denken, ja, wo diese Texte sehr gut zusammen oder sehr, sehr plausibel auch zusammengebaut werden. Da könnte man jetzt sagen, naja gut, wenn man dafür aber Thomas Pynchon liest oder weiß ich nicht wen, dann hat man das Ganze auf eine viel komplexere Art und Weise. Das ist aber gar nicht so leicht zu unterscheiden. Dementsprechend heißt, was ist Literatur aus der Perspektive der Ökologie auch, dass wir keinen einzelnen Punkt finden, an dem man das sozusagen definitorisch feststellt, sondern, und ja, da arbeite ich auch mit dieser Haeckel-Idee weiter, dass es eine Wissenschaft von den Gesamten, von den gesamten Beziehungen ist. Ja, also das heißt, diese Ökologie hat eine Beobachterperspektive, die sich diese Beziehung anguckt. Sie ist aber sozusagen auch dieses Netzwerk, diese Verstrickung, das Entanglement verschiedener Arten und Weisen zu schreiben. Und ich behalte mir vor, das ist dann eben dieser kulturwissenschaftliche Turn, all diese Texte als Texte gleichberechtigt zu lesen. Das heißt, es kann passieren, dass Stifter neben Wo Leben steht und Thomas Mann neben Texten vom Yale Climate Connections Forum und dass ich die nicht nehme. Und das ist mir wichtig, das zu sagen. Ich nehme die nicht, um zu sagen, okay, bei Thomas Mann ist das mit dem Wetter und mit dem Klima so und so. Das hat er da und daher und ich nehme diese und jene Texte, um jetzt im Sinne des Fact-Checking zu zeigen, das stimmt oder das stimmt nicht, sondern ich versuche mir anzuschauen, welche Poetologien beide Arten oder alle diese Arten von Texten haben und wie dadurch verschiedene Welten sozusagen zusammenkommen und was zum Beispiel auch passiert, wenn man die in unterschiedliche Konstellationen stellt. Ja, also das ist etwas, was ich zum Beispiel in Seminaren unheimlich gerne ausprobiere. Dann eben die einzelnen Seminarsitzungen zum Beispiel mit Texten zu machen, die überhaupt nicht auf den ersten Blick zusammenpassen und dann gibt es eben, da kommt die Komparatistik ins Spiel, ein Vergleichspunkt, ein Tertium Komparationis, sei es zum Beispiel Wolken, ja, oder Regen und dann, oder Baum, und dann mal zu schauen, was eigentlich passiert, wenn man Texte aus dieser Perspektive liest. Und wenn man von da aus fragt, wie sie sich selbst sozusagen ausweisen in ihrer Plausibilitätsstrategie. Was ist Eco-Criticism, ist die Frage, die ich jetzt zumindest noch mitstelle, weil das jetzt für mich mehr oder weniger der Elefant im Raum ist. Ich selber bin immer noch nicht so ganz sicher, ob ich mich als Öko-Kritikerin, wie es dann im Deutschen heißt, bezeichnen würde. Ich ordne mich eher den Environmental Humanities zu, das jetzt nur als Stichwort. Was ich daran aber interessant finde, ist einerseits die Bandbreite, die das haben kann. Lawrence Brewer's The Environmental Imagination
aus den 90ern, ist einer der Gründungstexte dieser Richtung oder sozusagen einer der konsolidierenden Texte dieser Richtung, die sich eben amerikanisches Nature Writing, Thoreau und so weiter anschauen und gucken, wie sozusagen dieses Schreiben über Natur und ich als gleichberechtigte Teile eines Textes, die nicht fiktional sind, aber eben auch keine Sachtexte, zur Gründung einer spezifischen Idee von amerikanischer Kultur beitragen. Ursula Heise, für mich ein unglaublich einflussreicher Text oder wichtiger Text, die sich in Sense of Place und Sense of Planet nicht nur die verschiedenen Skalierungsprobleme anguckt, also was passiert eigentlich, Sie kennen vielleicht dieses Diktum von dem Act locally, think globally, also wie hängt es eigentlich zusammen und an welchen Stellen kann es brechen, welche verschiedenen Medien, sie guckt sich zum Beispiel Google Earth an, verschiedene Collagen, Kunstformen und so weiter, welche Medien können damit eigentlich arbeiten, mit diesen Größenordnungen, sie analysiert zum Beispiel auch Don DeLillo's White Noise, und wie stellen sich diese verschiedenen Größenordnungen eigentlich in der Umweltpolitik und den Umweltbewegungen verschiedener Länder dar? Also sie zeigt zum Beispiel, dass das Reden von Sense of Place in den USA auf eine ganz andere Weise funktionieren kann als zum Beispiel in Deutschland, weil es in den USA vielfach als unproblematischer gilt. Sie weist auch darauf hin, aber da gibt es eben auch noch viele andere wichtige Wissenschaftlerinnen, die das gezeigt haben, dass natürlich eine unproblematische Beziehung zum Place in den USA auch nur in Absehung von Geschichte und Kolonialismus möglich ist. Sie bezieht sich aber sehr viel deutlicher auf die Blut- und Bodengeschichte in Deutschland oder die Geschichte dieses Konzepts, weil sie sagt, dadurch ist es sozusagen möglich, den eigenen Dorfteich zu retten, aber National Trusts, wie das zum Beispiel in Großbritannien gibt oder solche Sachen, werden dann halt hier schwieriger. Das Zitat von Timothy Clark, das ich noch mit dazu genommen habe, soll darauf hinweisen, dass Eco-Criticism oder eben die Environmental Study of oder Eco-Critical Studies of Literature oft auch aufpassen müssen. Und da würde ich sagen, sind Buell und Heise gute Gegenbeispiele, dass sie nicht so eine Art literaturwissenschaftliches Greenwashing betreiben. Ja? Ich mache jetzt also nicht das Gleiche, was ich sonst mache, nur mit Bäumen. Ja? Also ich gucke mir die Bäume als Motiv und Modell an, mache ich auch. Aber, und das zeigt vor allem Ursula Heise, auch die Art und Weise, wie ich Medien verstehe, wie ich meine eigene Arbeit verstehe, muss ich verändern, um voranzukommen. Darin steckt ein riesiges Problem. Und wenn Sie mal einen richtig fetten Rant gegen ungefähr alles, was gerade im Moment auch in Mode ist, aber eben nicht nur in Mode ist, lesen wollen, dann empfehle ich Andreas Malms The Progress of the Storm. Der ist sozusagen ex negativo eine fantastische Einführung in Konstruktivismus, Actor Network Theory, New Materialism und so weiter. Und wendet sich ziemlich polemisch gegen all diese Arten und Weisen, wie sich Literaturwissenschaften speziell, Humanities aber insgesamt, versuchen, eine Art von neuem materialistischen Denken zuzuwenden, das eben sagt, wir machen nicht Literaturwissenschaft als etwas, so eine Art ätherisches, abstraktes, sondern wir schauen uns an, wie Dinge wirklich sind. Das heißt, ich zum Beispiel gehe ständig raus und fange jetzt an, Bäume anzufassen und umzuwandern und sonst irgendwas. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sozusagen ein grundsätzliches Misstrauen auch in die Objektivitätsfähigkeit von Wissenschaft stattfindet, ohne die Plausibilität und Gültigkeit von wissenschaftlichen Ergebnissen anzuzweifeln. Das ist relativ abstrakt, wie ich das jetzt ausgedrückt habe. Mir ist aber wichtig, hier nochmal zu sagen, dass es dann, und da komme ich sozusagen zum Anfang zurück mit dem Linguistic Turn, dass es gar nicht so einfach ist, diese Art von Beziehungen sich im Moment anzuschauen, weil es nicht nur sozusagen umweltpolitisch ein sehr heiß umkämpftes Feld ist, sondern auch fachpolitisch die Frage, worüber rede ich eigentlich, wenn ich über ökologische Dinge, Beziehungen, Akteure, ja, das ist ja mein Lieblingsding, wenn die Bäume dann anfangen, sich zu bewegen und zu sprechen, unheimlich zu werden. Wie kann ich das eigentlich machen, ohne dann doch wieder das hintenrum einzuziehen, zu sagen, naja, in einer Welt, die wir sowieso konstruktivistisch durch unsere Sprache überhaupt nur machen, gibt es eigentlich gar nichts Echtes. Das heißt, eigentlich können sowieso nur Literaturwissenschaftlerinnen über die Welt und die Ökologie sprechen. Sie merken, ich übertreibe ein wenig.
Aber wie kann ich auch andersrum sozusagen mir selbst misstrauen, wenn ich meine, ich kann sozusagen für nichtmenschliche Akteure sprechen oder auch all die menschlichen Akteure und Akteurinnen, die sonst nicht Teil des Diskurses werden. Sie sehen, das Ganze wird also eigentlich eher nur noch komplizierter. Das endet in etwas, was ich persönlich, und diesen Kommentar erlaube ich mir jetzt auch noch, ich kommentiere ja sowieso schon die ganze Zeit und dabei fällt mir ein, ich wollte noch sagen, warum ich den Eco-Criticism so erwähnt habe, ist, weil mir das nochmal wichtig ist, auch hier zu reflektieren, dass die deutsche Sprache und das davon gespiegelte deutsche und deutschsprachige Wissenschaftssystem oft gar nicht so in der Lage ist, das einzufangen. Jan Süselbeck hat davon ja schon am Anfang gesprochen, in der ersten Vorlesung, über die Verquickung von Kritik und Wissenschaft. Und die kommt hier nochmal ganz besonders zustande. Ja, nicht nur so in dem Punkt, wo man sagt, naja gut, dieses ist ein angemessenes Buch, dieses ist ein besseres oder ein schlechteres, um Leute zu Handlungen zu bewegen. Das ist ja was, wo ich persönlich nicht so sicher bin, ob Literatur da die richtige Adresse ist. Da müsste man vielleicht eher mal Briefe an seine Landwirtschaftsministerin schreiben. Aber die sozusagen nicht nur sagen, das ist ein gutes oder ein schlechtes Buch über die Umwelt, sondern die sozusagen von der Haltung her eine haben, die sich selbst implizieren kann. Und dafür steht, wie kaum jemand anders, Timothy Morton, der in seiner Dark Ecology wirklich viele Dinge, die er in Ecological Thought und allen möglichen anderen Büchern zusammengebracht hat, davon spricht, dass Ecological Awareness is the darkness of noir, und damit meinte das Kriminalgenre des Noir, which is a strange loop. The detective is the criminal. In a strong version of the noir, the narrator is implicated in the story. Two levels that normally don't cross, that some believe structurally can't cross. Was wir hier also haben, ist ein Literaturwissenschaftler, der wirklich in schönster, erfreulichsterweise klassisch trainiert ist als Romanticist. Ja, also wenn Sie was Gutes über Wordsworth lesen wollen, lesen Sie Timothy Morton. Angefangen hat sozusagen aus dieser Trennungswelt zwischen nicht nur Natur und Kultur, sondern Literatur, Nicht-Literatur, welche Arten von Künsten und sowas auszubrechen und sich selbst zum Teil dessen zu machen, worüber er schreibt, ohne dabei aber den Anspruch zu verlieren, Wissenschaft zu machen oder eben auch Wissen, Criticism über die Umwelt zu machen. Sich selbst impliziert zu sehen, könnte man eben auch als eine der Definitionen des Anthropozäns nehmen, womit ich hier die zweite Größe, die für mich auch besonders wichtig ist, nochmal erwähnen möchte, Donna Haraway. Und besonders wichtig heißt nicht, dass ich mit allem übereinstimme, sondern eher, dass ich mich ständig sozusagen darüber streite, die auch Philosophie, Gender Studies, Postcolonial Kritik und alle möglichen Dinge zusammenbringt, um daraus selbst Ökologien zu bauen. Ökologien aber, die, das ist bei Timothy Morton schon wichtig, keine sind, in der Konkurrenz und the struggle for existence wichtig werden, sondern die sich versuchen, über Kinship zu artikulieren. Und artikulieren wirklich in einem sehr stark weltmachenden Sinn. Das ist das, womit ich jetzt enden möchte, auf einem Further Reading, einem Aufruf, diese Art von Wissenschaft auch als etwas zu verstehen, das sich nicht entfernt von Dingen, um objektiv auf sie hinaufzuschauen, sondern die sich selbst mit Sachen verwandt machte. Das sorgt für Wissenschaft, die nicht nur undiszipliniert ist und manchmal auch schwer zu fassen, sondern auch für eine, die zumindest das Potenzial hat, weniger Gewalt auszuüben. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit.